Oma Agathe saß traurig zu Haus und seufzte und klagte Tag ein und Tag aus. Da hörte ein weiser Mann ihr Gejammer. Mein Haus ist ja bloß eine winzige Kammer. Was soll ich bloß machen? Es passt nichts hinein. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Dein Huhn muss ins Haus, sagte der Mann. Mein Huhn muss ins Haus? Ja. Und was passiert dann? Das Huhn legte gleich mit Gegacker ein Ei und schlug mit Geflatter den Milchkrug entzwei. Oma Agathe rief, das geht zu weit, allein ist es eng, aber winzig zu zweit. Wenn ich jetzt diese, stürzt alles ein. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Was soll ich bloß machen? Es passt nichts hinein. Mein Haus ist zu eng, mein Haus ist zu klein. Was soll ich bloß machen? Es passt nichts hinein. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Hol die Ziege ins Haus, sagte der Mann. Die Ziege ins Haus? Genau. Und was passiert dann? Sie fraß die Gardine, trat frech auf das Ei, nagte am Tisch und das Huhn saß dabei. Oh Gott, rief Agathe. Da macht man was mit. Zu zweit ist es winzig, doch schlimmer zu dritt. Die Ziege hat Flöhe, das Huhn wird gemein. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Was soll ich bloß machen? Es passt nichts hinein. Mein Haus ist zu eng, mein Haus ist zu klein. Was soll ich bloß machen? Es passt nichts hinein. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Dein Schwein muss ins Haus, sagte der Mann. Mein Schwein muss ins Haus? Richtig. Und was passiert dann? Das Schwein lief grunzend dem Huhn hinterher und fraß mit Geschmatze den Vorratsschrank leer. Ich flehe dich an, rief Oma Agathe. Sofort hörst du auf, so zu schmatzen, na warte, zu dritt ist es schlimm, aber schrecklich mit Schwein. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Was soll ich bloß machen? Es passt nichts hinein. Mein Haus ist zu eng, mein Haus ist zu klein. Was soll ich bloß machen? Es passt nichts hinein. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Deine Kuh muss ins Haus, sagte der Mann. Meine Kuh muss ins Haus? Und was passiert dann? Die Kuh sah sich um mit Gemu und Gebrumm, sprang auf den Tisch und tanzte herum. Die Oma schrie, Hilfe, der Küchentisch bricht. Zu viert ist es schrecklich, zu fünft geht es nicht. Das halte ich nicht aus, mehr geht nicht rein. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Was soll ich bloß machen? Es passt nichts hinein. Mein Haus ist zu eng, mein Haus ist zu klein. Was soll ich bloß machen? Es passt nichts hinein. Mein Haus ist zu eng und zu klein. Schmeiß alle raus, sagte der Mann. Aber dann fängt doch alles von vorne an. Doch sie fing das Huhn und warf es hinaus. Wie schön, ich kann wieder niesen im Haus. Sie scheuchte Ziege und Schwein hinterher. Mir scheint, mein Haus vergrößert sich sehr. Sie keuchte und schnaufte und schubste die Kuh. Das kann doch nicht wahr sein, mein Haus wächst im Nu. Weiser Mann, wie danke ich dir bloß. Zu fünf geht es nicht, doch für mich ist es groß. Kein Grund zum Jammern, Tag ein und Tag aus. Ich hab ein riesiges Haus. Na also. Hurra! Rief Agathe. Für mich ganz allein ist es ja gar nicht so eng und so klein. Ohne Kuh, ohne Huhn, ohne Ziege und Schwein. Ist es kein bisschen, ist es kein bisschen. Ohne Kuh, ohne Huhn, ohne Ziege und Schwein. Ist es kein bisschen zu eng und zu klein. Ohne Kuh, ohne Huhn, ohne Ziege und Schwein. Ist es kein bisschen, ist es kein bisschen. Ohne Kuh, ohne Huhn, ohne Ziege und Schwein. Ist es kein bisschen zu eng und zu klein.